In den allermeisten Filmen hört man Menschen höchstens mal sagen, dass sie aufs Klo gehen, aber in den wenigsten Filmen sieht man sie tatsächlich auf dem Klo sitzen. Was solche oder so ähnliche Szenen angeht, ist der nächste Film laut Chris rekordverdächtig. Die Verfilmung des ostdeutschen Generationenporträts »Niemand ist bei den Kälbern« beleuchtet eben alle Aspekte des Landlebens. Da geht es mal ausnahmsweise nicht um 4 Hochzeiten und einen Todesfall, sondern eben einfach um Tristesse. Hast du mir nichts zu sagen? Christine redet ungern. Ihr Freund Jan und seine Eltern, bei denen die beiden auf dem Hof leben, sind da nicht anders. Nur wenn man nicht miteinander redet, sind Konflikte und Veränderungen natürlich schwer auszuhandeln. So bleibt neben dem Aushalten dieser ungeklärten Stimmung nur die Möglichkeit von kleinen Fluchten. Wenn Christine zum Beispiel mal eben nach Hamburg ausbüxt oder die Aufmerksamkeit anderer Männer sucht. Wo musst du hin? Wo fahren Sie hin? Nach Hamburg. Das passt. Der Film lässt die Figur der Christine ungemein fein oszillieren zwischen Selbstaufgabe, stark nach außen getragenen sexuellen Reizen und einem destruktiven, widerständischen Verhalten. Christine ist, offenbar durch ein schwieriges Elternhaus, mit wenig Selbstwert ausgestattet, was sie eben durch die Aufmerksamkeit über ihre körperlichen Reize auszugleichen versucht. Ja. Nur die Männer bemerken diese, behandeln sie deswegen aber nicht besser. Aber wahrscheinlich gesteht sie ihnen und sich selbst das auch gar nicht zu. Aber sein Vater mag mich nicht. Nee? Bist nicht gern da? Nee. Und warum machst du nichts anderes? Ich kann nichts anderes. Das glaube ich nicht. Ist aber so. Wovon träumst du? Irgendwas in der Stadt. Eine eigene Wohnung. In der sensiblen Beobachtung seiner Hauptfigur gelingt es, niemand ist bei den Kälbern, viele wahre und auch schmerzhafte Momente sehr fein einzufangen. Das macht den Film manchmal wirklich schwer auszuhalten, aber er ist eben auch keine Rom-Com, sondern ein exzellent gespielter und geschriebener Heimatfilm über das Nachwendeleben in der mecklenburgischen Provinz. Mit eben diesem feinen Fokus auf einer Protagonistin, deren Zerrissenheit und Ambivalenz von Saskia Rosendahl mit einer unglaublich präzisen Empathie gespielt wird. Am Ende ist Niemand ist bei den Kälbern ein sensibles, tiefsinniges deutsches Drama, das wahrlich nicht leicht konsumierbar ist, dafür, zumindest bei mir, umso intensiver nachgewirkt hat. Kannst du hier nachher noch die Spalten abspritzen? Ja. Mhm.